Hallo und willkommen zu einem neuen Video über elektrischen Schutz. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass der Strom das Gefährliche ist. Anlagenschutz machen wir. Strom ist gefährlich, weil Strom macht es heiß. Und dort, wo Hitze ist, kann irgendwas zum Brennen anfangen, dann haben wir es vorher benannt. Wir haben auch verschiedene Kabel und Drähte uns angesehen und gesagt, da gibt es verschiedene Dicken und so weiter und es gibt auch verschiedene Arten, irgendwas zu verbinden. Es gibt natürlich ganz verschiedene Geräte und alle diese Geräte haben verschiedene Kennwerte. Und diese Kennwerte, die schauen wir uns jetzt gleich an, aber die müssen natürlich zu unserer Spannung oder zu unserem Strom passen. Ich kann nicht ein Gerät, was mit 12 Volt normal funktioniert, an die normale Steckdose anstecken. Das geht nicht. Ja. Was gibt es da für Grenzwerte? Schauen wir uns das kurz an. Also ein Grenzwert oder eine Sache ist der sogenannte Nennwert. Okay. Nennwert heißt das. Der Nennwert, da gibt es einen Nennstrom, IN, und eine Nennspannung UN üblicherweise, das sind so Nenngrößen, das sind gerundete Werte, wo man sagt, okay, das ist das Normale. Ja. Das ist der Nennstrom, das ist die Nennspannung. Das hat nichts zu tun mit Zerstörung oder irgendwelchen Grenzwerten, sondern das ist halt, gibt es einfach verschiedene, unterteilt mein Portfolio an Produkten in verschiedene Gruppen. Okay? Nennspannung zum Beispiel 230 Volt wäre für eine normale Steckdose Nennspannung 230 Volt. Obwohl in der Steckdose ein bisschen mehr sind es wie 230, sind 231 ungefähr. Ist halt gerundet. Gell? Nennwert. Ja? Dann gibt es den Bemessungswert. Der Bemessungswert ist diese Größe, auf die das Ding ausgelegt ist. Das wird vom Hersteller festgelegt. Sagt, okay, Bemessungswert ist Spannung 230 Volt plus 10 minus 20%. In dem Bereich müssen wir drin sein. Das ist der Bemessungswert, da hält es das aus. Auf das habe ich in meinen Überlegungen berücksichtigt. Nennen wir das A-Wert. Bemessungswert kann eine ganze Reihe sein. Bemessungswert hat früher mal geheißen oberer Nennwert. Das ist so. Das trifft so ein bisschen, weißt du, ich sage, das Nennwert, das hält so aus, und dann sage ich, in Wahrheit hält es aber 240er aus. Bemessungswert. Das ist, mit dem habe ich meine Bauteile ausgelegt, wird vom Hersteller festgelegt. Bemessungswert. Und dann gibt es die sogenannten Grenzwerte. Grenzwert. Ein Grenzwert ist was, da ist dann aus. Ja? Zerstörung. Wird der Grenzwert überschritten? Kaputt. Ja? Oft gibt es verschiedene Grenzwerte, nämlich einen absoluten Grenzwert, wenn es da drüber geht, sofortige Zerstörung. Ja? Und es gibt so Langzeitgrenzwerte, ja, da ist halt nicht sofort, sondern nur wenn es längere Zeit drüber ist. Okay? Das ist der Grenzwert. Natürlich. Und die Nennwerte sind jetzt nicht so, aber die Bemessungswerte, wenn ich meine Bemessungswerte, meine Bauteile mit den Bemessungswerten entsprechend wähle, dann sollte es eigentlich möglich sein, da ganz locker ein funktionales Dings zusammenzubauen und das Zeug funktioniert auch. Es ist sicher. Wenn die Bemessungswerte passen, ist das Ding sicher. Zum Beispiel eben die entsprechende Kabeldicke wählen. So, das heißt aber noch nichts, weil es gibt ja auch den Fehlerfall. Was ist, wenn irgendwo eine Isolierung durchgescheuert wird und sich zwei Teile berühren, die sich normal nicht berühren sollten oder sonst irgendwas? Oder was ist, da ist eine Steckdose und wer sagt denn, dass jeder so vernünftig ist und nur die Geräte ansteckt, auf die Steckdose auch? Der Bemessungswert der Steckdose auch ausgelegt ist. Ja? Na, da wird so lange angesteckt, bis was auf der Baustelle kalt ist. Ja? Wird ein Heizstrahler angesteckt, bis es nicht mehr geht. Ja? Da kann ich auch nicht einfach die Bude abfackeln, ja? Obwohl es dann warm ist kurz.
Das geht einfach nicht. Ich muss schützen. Ich weiß also jetzt aufgrund meiner Bemessungswerte, so was sind übliche Stromstärken meistens, Strom- und Spannungsstärken, was sind übliche Strom- und Spannungsstärken in meiner elektrischen Anlage, was darf ich nicht überschreiten. Wenn jetzt der Strom über diese Bemessungswert ansteigt, na dann, was muss ich machen? O-Dran. Ja? Überstromschutz bauen wir normalerweise ein. Ja? Überstromschutz. Überstromschutz. Oder auch Overcurrent Protection, OCP. Ja, nicht. Überstromschutz. Das Teil hat eigentlich nur die Aufgabe, dass wenn der Strom über eine gewisse Grenze drüber geht, der Soldat. Ja. Gibt es verschiedene Varianten von dem. Ja, wir hören zwei Sachen, nämlich wir hören eine Schmelzsicherung, wir werden nachher auch einen Sicherungsautomaten hören, ja, wie das funktioniert. Jetzt bleiben wir bei der Schmelzsicherung. Wir haben schon gesagt, ist der Draht zu schwach, dann wird der heiß. Und wenn der Draht so heiß wird, dass er schmilzt, dann schmilzt er. Das hat den großen Vorteil, wenn das in einer geschützten Umgebung passiert, dass der Draht wegschmilzt und weil dann noch kein Draht mehr ist, rinnt er kein Strom mehr. Hat abgeschaltet. Das heißt, eine Sicherung an und für sich, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel Feinsicherungen, die schauen so aus, die haben links und rechts Anschlüsse, zeichne das jetzt am besten so, da gibt es einen metallischen Anschluss da, ja. Da gibt es da hinten auch einen metallischen Anschluss, ja. Und dazwischen gibt es ein Röhrchen, ja. Das ist entweder Glas, dann kann man durchschauen, so ein bisschen, ja. Oder es ist Keramik, dann ist es so weiß, ja. Oder es ist Glas gefüllt mit Sand. Dann sieht man so eine, aber man sieht da drin noch einen Sound. Und da zwischen der Seite und der Seite ist halt ein Draht. Und dieser Draht, der diese und diese Seite verbindet, der hat eine gewisse Dicke und rinnt zu viel Strom drüber. Also mit der Dicke hat er einen gewissen Widerstand und rinnt zu viel Strom rüber. Dann schmilzt der Draht und irgendwann, bing, ist er unterbrochen und hat den Strom abgeschaltet. Wie schnell das geht, wie schnell der Strom den Draht zum Schmelzen bringt, hängt vom Sicherungstyp ab. Da geht es da um Legierungen und so weiter. Was ist das für ein Material? Ist kompliziert. Also bei diesen Feinsicherungen da zum Beispiel, da gibt's Trägertypen, da gibt es Superträgertypen, da gibt es Normalträgertypen, da gibt es flinke Typen, da gibt es superflinke Typen. Und je nachdem, wie flink oder wie träge das ist, löst es da schneller oder langsamer aus. Jetzt haben wir gesagt, da rinnt der Strom, ja, und der Strom muss meinen Draht erwärmen, ja, und der Draht muss nachher so viel Wärme zugeführt kriegen, dass er schmilzt, und dann dran wir an, ja, weil dann ist der Stromkreis unterbrochen. Es kommt dann darauf an, wie weit das auseinander ist, wie viel Strom ich wirklich abschalten kann. Abschaltvermögen einer Sicherung ist auch wichtig, aber allein wenn wir sich die Funktionsweise von so einer Sicherung überlegen, ja, wie gut wird das funktionieren? Stellen wir uns vor, wir wollen bei 16 Ampere abschalten. Jetzt braucht irgendwas 16,1 Ampere. Wird es möglich sein, dass das da innerhalb von ein paar Millisekunden oder von mehreren Sekunden abschaltet? Nein. Weil bei 16 soll es da immer halten und bei 16,1 soll es plötzlich abschalten. Das geht nicht. Das geht nicht. Das heißt, es gibt da eine gewisse Toleranz. Je mehr Strom drüber rinnt, da gibt es eben diesen Nennstrom, ja, wenn der Nennstrom da 16 Ampere ist zum Beispiel, ja. Üblicherweise gibt man dann beim 10-fachen Nennstrom, also bei 160 Ampere, schaltet es halt innerhalb von 30 Millisekunden ab. Ja. Dann ist es so flinke. Bin mir jetzt nicht sicher über die Nummer. Ja, da gibt es halt verschiedene Grenzen. Beim 10-fachen Nennstrom schaltet es so und schon ab. Ja. Wenn es beim 10-fachen Nennstrom noch immer 3 Sekunden halt, dann ist es ein super Träger.
Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das so ist. Das ist so. Ja. Das heißt, ich brauche einfach viel zu viel Strom, dass das Ding schmilzt. Ja. Bei ein bisschen mehr Strom tut sich gar nichts. Das heißt, da können die Leitungen schon warm werden. Gell? Können die Leitungen schon warm werden. Symbol eines so einer Sicherung ist, ja, schaut so aus. Wie ein Widerstand, nur ist ein Draht halt durch. Ja. Das ist natürlich, weil es so ausschaut. Ja. Egal. Aber das Symbol ist schon ganz gut gewählt. Ja. Also wie gesagt, das sind typische Feinsicherungen. Foto wieder einblenden. Dann gibt es auch noch Schmelzsicherungen. Also das Überbegriff da ist Schmelzsicherung. Und das hier ist die sogenannte Feinsicherung. Hat man normalerweise in Geräten irgendwo eingebaut. Sind innen drin in die Geräte, kann austauscht werden. Sowas. Im Haus hat man Niederspannungssicherungen. Hausanschluss hat man üblicherweise eine Niederspannungssicherung. Das ist halt für unsere üblichen Spannungen, das sind Niederspannungen, verwendet man die. Okay. Das sind auch Schmelzsicherungen, die haben halt ein bisschen andere Form. Ich zeige auch das Foto her im Video, ihr werdet es sehen, haben ein bisschen andere Form, kann man normalerweise so reinschrauben, das sind dann die Schraubsicherungen. Oder es gibt noch NH-Sicherungen, Niederspannungs-Hochleistungssicherungen. Das sind so Messerscheiden und die muss man so reinstecken. Und da braucht man dann aber geschultes Personal. Also die Schraubsicherungen, die darf man, manche Schraubsicherungen darf man als Laie, und wir sind alle Laien, ja. Eine elektrotechnische Fachkraft braucht in Österreich eine Konzession. Ja. Und entsprechende Schulungen und so weiter und Schutzausrüstungen haben die nachher. Und ja. Niederspannungssicherungen. Da gibt es, die sind üblicherweise, sind die gekennzeichnet mit mehreren Buchstaben. Da gibt es den Erstbuchstaben und den Zweitbuchstaben. Und der erste Buchstabe, erster und zweiter Buchstabe, der erste Buchstabe sagt was aus, ob das ein Teilbereichsschutz oder ein Ganzbereichsschutz ist. A ist Teilbereich und G ist ganze Bereich. A ist also nur ein Teilbereich der elektrischen Anlage und G kann eingesetzt werden für die gesamte elektrische Anlage. Ja? Das ist also Teilbereich, Teil und das ist der Gesamtbereich. Okay. Und der zweite Buchstabe, der sagt noch etwas aus, was kann ich mit der Sicherung absichern. Ja? Da gibt es zum Beispiel den G, ja? General Purposes, generelle Sicherung, Wald- und Wiesentyp, ja, Standard, ja, Kabel- und Leitungsschutz. Ja. Dann gibt es EMS, ja, Motorschutz. Das sind üblicherweise Teilschutz, AM-Sicherungen, die sind speziell zur Sicherung vom Motor. Dann gibt es die ERS, ja, das sind die Halbleiterschutz. Ja, die sind halt ein bisschen flotter wie die Kabel- und Leitungsschutz. Ja. Dann gibt es die S noch, ja, das sind auch Halbleiter, ein bisschen flotter. Da gibt es die Bs, Bergbau. Und da gibt es, es heißt zwar Zweitbuchstabe, aber das heißt zwei Buchstaben, TR, ja, Trafo, Transformatorschutz. Was unterscheidet die Typen? Die Typen unterscheidet so die Auslösecharakteristik. Wie viel Strom brauche ich, dass irgendwas auslöst? Wie empfindlich ist das Teil oder wie schnell löst es noch aus? Im Prinzip eh so ähnlich wie das da rum. Die Feinsicherung haben wir halt nachher gesagt, da gibt es halt die Flinkheit. Gell? Also da haben wir gesagt, es gibt Superträge, TT, es gibt Träge, ja? Es gibt Mittelträge, EMS, es gibt Flinke und Superflinke. Und das sind die
wie schnell löst es beim zehnfachen Überstrom aus? Und das ist im Prinzip ähnlich. Da geht es immer um die Auslösecharakteristik. Ja? Das muss ich halt ein bisschen anpassen an den erwarteten Einsatzbereich. Wenn ich einfach nur will, dass ein Kabinett schmilzt, da habe ich Zeit. Ja? Wenn ich will, dass irgendwelche Halbleiterbauelemente da nicht defekt werden, ja, nicht wegschmelzen, das Silizium da drinnen, dann muss ich halt schneller ordern, da brauche ich eben andere Auslösecharakteristiken. Schmelzsicherungen, ja, so funktioniert das. Nach wie vor eingesetzt und wenn das nachher hin ist, die Schmelzsicherung, dann steckt man nachher rein. Fassungen und so weiter. Jetzt habe ich schon gesagt, ja, das mit der Schmelzsicherung ist gut und schön, aber wenn wir eben nur ein bisschen darüber sind, dann kommt ja eigentlich auch was passieren. Und dieses bisschen darüber, oder das fängt man dann auch mit sogenannten Sicherungsautomaten oder Leitungsschutzschaltern. Leitungsschutzschalter heißt es eigentlich. Was ein Leitungsschutzschalter genau ist, das werden wir das nächste Mal hören. Leitungsschutzschalter ist das, was man zu Hause hat. Mit dem, habt ihr sicher schon mal gesehen, das Raketa gesteckt, jetzt ist der Sicherung geflogen, pack, drücke wieder auf, halt nicht, was ist da los? Gibt es auch den Federstromschutzschalter, darf man nicht verwechseln. Das nächste Mal sprechen wir eben über Leitungsschutzschalter. Da geht es auch über Überstromschutz. Zweiter Teil ist da eben Leitungsschutzschalter. Nächstes Video. Für dieses Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.